Wir sind im wunderschönen Brandenburg, ganz in der Nähe von Havelberg. Und zwar in Molkenberg. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Die erste Nacht ist vorüber und wir haben wunderbar geschlafen. Die Schwalben haben bis auf ein paar Nachzügler ihr Brutgeschäft erledigt. Das ist die Marina Molkenberg mit dem Restaurantschiff Klapperstorch im Hintergrund. Unser kleiner Zeltplatz für zwei Nächte. Das Frühstück hat geschmeckt und wir bereiten unsere Boote für die Tagesfahrt vor. Wir wollen hier starten, dann fahren wir die Gülter Havel bis Strodene eventuell. Dann kommen wir direkt auf die Havel, um auf der Havel bis zur Pirre zu fahren, dann wieder in die Gülter Havel und zurück zu unserem Campingplatz. Eigentlich ist die Zeit recht knapp für diese Tour, weil das doch einige Kilometerchen sind und wir heute Morgen einfach nicht aus den Hüften gekommen sind. Anja bereitet jetzt ihr Boot für die Fahrt vor. Ich habe mir das eingepippt, eingestellt. Ja. Guten Morgen. Gut geschlafen. Gleich geht's los. Es ist doch garantiert ein Urvogel, der da nachts lang stapft. Vom Zeltplatz einmal quer über die Havel und dann fängt schon die Gülper Havel an. Anja ist mit ihrem Boot doch ziemlich zügig unterwegs und so muss ich jetzt mal ordentlich einen Schlag reinhauen. Na, mal wieder findet man alte Mauerreste, die zu Kahnanlegestellen oder Brücken gehörten. In früheren Zeiten wurden die Wiesen links und rechts noch intensiver bewirtschaftet. Und das Heu musste ja in die Scheune gebracht werden. Oh, endlich eingeholt. Prima. Lasst die Gülper Havel auf euch wirken. Ich glaube, da brauche ich nicht viele Worte machen. Für Motorbootverkehr gesperrt. Das wird eine entspannte Tour. Wir sehen schon den Kirchturm von Gülpe und die Brücke zur Forschungsstation. Gleich kommt rechts der Anleger vom Wasserwanderrastplatz Gülpe. Da wollen wir dann unsere erste Pause machen. Dieser Platz hat einen entscheidenden Nachteil. Man kann den Platz sehr bequem mit dem Auto erreichen. Und von anderen Leuten habe ich schon gehört, dass hier auch ab und zu mal eine Party gefeiert wird. Aber wir wollen hier ja sowieso nicht übernachten. Gleich sehen wir die biologische Forschungsstation der Uni Potsdam. Mir gegenüber vom Wasserwanderrastplatz. Mülltonnen sind auch da, das ist prima. Der Bürgermeister schaut dann abends mal nach dem Rechten und kassiert, ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Euro pro Nacht und pro Zelt. Trinkwasser muss man sich eventuell aus dem Dorf holen. Im Hintergrund das stille Örtchen.
Gülpel gehört zu den dunkelsten Orten Deutschlands mit einer der geringsten Lichtverschmutzungen. Das sieht doch alles sehr beschaulich aus. Nach einer Dorfbegehung, ein paar Äpfel und ein paar Keksen geht es auch schon weiter. Ihr wisst ja, heute ist unsere Zeit knapp bemessen. Ich sehe schon ganz deutlich, dass ich die letzten Kilometer mit Anja im Dunkeln paddeln muss. Unser nächstes Ziel ist jetzt aber erstmal die Gülper-Kahn-Schleuse. Die liegt ungefähr 2 bis 3 Kilometer hier von Gülper entfernt. Letztes Jahr war sie defekt. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr funktioniert. Das Gülperwehr mit der Schleuse kommt in Sicht. Prima, ein Kurbelrad ist auch wieder dran. Na, dann wollen wir schauen, dass wir das alles im Griff bekommen. Das ist nämlich eine Selbstbedienungsschleuse. Wie du willst. Ich muss erst mal sehen, wie ich das jetzt hier mache. Eine tatkräftige Unterstützung hat sich auch gefunden. Anja hat mir im Nachhinein erzählt, dass sie bei ihrer ersten Schleusung doch ein kleines mulmiges Gefühl hatte. Weiter geht's in Richtung Strodene. Da fließt dann nachher die Gülper Havel mit der Havel wieder zusammen. Ich komme so ein wenig das Grazer Wehr an und kann gegenüber eine kleine Angelstelle entdecken. Da könnte man eventuell anlanden und ich habe so eine Idee. Anja, komm mal mit. Wäre ja schön, wenn man da aussteigen könnte, um sich diese ganze Örtlichkeit mal zu beschauen. Nö, nee, das macht nichts. So. Ja, ja. Das musst du ganz vorsichtig machen. Fio. Ja, den Rest macht der Leine. Fio, komm. Lass es springen. Oh. Na komm, Fio. Jetzt halt Anja noch die Paddel. Und dann wollen wir hoffen, dass wir das Wehr hier
umtragen können. Denk dran, dass du die Bänder, dass die nicht unter der Reifen sind. Oh Gott, Gott. Spulen immer runter. Okay. Oh, das Boot ist schwach. So, da geht's auch. Und dann komm mal her. Halt mal bitte fest. Du belegst dich und das Boot. Ja, ich habe hier von der Seite geguckt. Ist alles an. So. Komm mal. Da fehlt noch ein bisschen Silikonspray an der Achse, aber das werde ich dann zu Hause auf jeden Fall beheben. Das wird hier zwar kein komfortabler Einstieg, aber es ist möglich. Direkt an der Kante ist man knietief im Wasser, aber 15, 20 Zentimeter weiter kann man schon nicht mehr stehen. So, jetzt kommt das Pöckchen. Das Garzer Wehr und die Garzer Schleuse liegen parallel zueinander, da sich hier die Havel in zwei Flussläufe aufteilt und die Gülper Havel auf der Wehrseite in die Havel fließt. So hätten wir jetzt noch bis Strudene paddeln müssen, dann wären wir auf der Havel zur Garzer Schleuse zurückgepaddelt und hätten vor der Schleuse vielleicht auch noch ein wenig warten müssen. Durch die Umtragung haben wir jetzt eine Paddelstrecke von 6 Kilometern gespart. Die Umtragung ging nun doch etwas schneller als anfangs angenommen. Wir haben nur 1 Stunde statt 2 Stunden gebraucht. Die Einstiegsstelle. Die Boote konnten wir einfach nicht dicht genug ans Land ranbekommen und deswegen mussten wir so ein bisschen uns rüberschwingen. Die Grazer Schleuse kommt in Sicht. Und gleich daneben das Grazer Wehr. Links die Schleuse, rechts das Wehr. Und wären wir über Strudene gefahren, hätten wir uns noch ordentlich ins Zeug legen müssen, um den letzten Schleusengang zu erreichen. Die Einfahrt zur Pirre. Und wir sind froh, dass wir dem Motorbootverkehr wieder entkommen können. Mit dieser kleinen Brücke endet die Pirre und die Mündung zur Gülper Havel ist erreicht.
Wir sind wieder auf der Gülper Havel und müssen jetzt gegen die Strömung paddeln, aber das ist weiter gar kein Problem, weil eigentlich existiert gar keine Strömung. Die Windrichtung ist da schon wesentlich entscheidender, aber wie ihr gerade seht, es gibt keinen Wind, also von daher auch alles in Ordnung. Der Kirchturm von Molkenberg und die alte Scheune, nun ist es nicht mehr sehr weit. Da haben unsere Kajaks gelegen. Okay. Seid ihr hier? Ja. Aber ich meine, wir müssen unser Kanu auch mal rausholen. Ja. Läuft die Kamera? Ja. Läuft die Kamera? Immer. Zum Training oder? Nö. Nee. Damit später meine Enkel mal wissen, wo ich mich rumgetrieben habe. Opa? Ja, sieht man doch. Hier, los. Ja. Tja, was soll ich sagen? Die Kamera hat Feierabend und es ist dunkel. Und Anja und ich feiern ganz, ganz harmonisch unseren 33. Hochzeitstag. Halleluja. Am zweiten Tag möchte ich einen Teil des Brandenburgischen Rinn befahren. Und zwar den Teil, der sich zwischen den Hohenauener See und dem Witzger See befindet. Das ist unsere Einbootstelle eben gewesen. Die Mündung in den Witzger See zeigt sich vor uns. Den möchte ich überqueren mit Anja, da ich eine bestimmte Ausfahrt suche. Es ist die Ausfahrt in den großen havelländischen Hauptkanal, der bei Ketzin in die Havel mündet. Nun bin ich ja gespannt, unter welchen Umständen man den befahren könnte. Das alte Pumpenhaus zum polnischen Graben, das im Moment aber nicht in Betrieb ist. Der große havelländische Hauptkanal lässt sich definitiv nicht mit dem Kajak befahren. Das sind überall Drecksperren, also Balken mit Unterwassernetzen dran, sehen wir jetzt gerade. Und alle, was weiß ich, 30, 40, 50 Meter kommt so ein Balken, so eine Drecksperre, um den Witzger See wahrscheinlich nicht zu verschlammen. Na jedenfalls ist da keine Chance, den Hauptkanal irgendwie zu befahren. Vielleicht mit einem Gummiboot, aber das weiß ich nicht genau. Und das wäre dann auf jeden Fall auch eine sehr große Herausforderung. Jetzt sehen wir nochmal den polnischen Graben.
nachdem wir uns alles genau angeschaut haben und ein wenig gegessen und getrunken, sind wir jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Und jetzt noch einige Worte zu unserem Zeltplatz im Molkenberg. Der Wasserwanderrastplatz ist das Eigentum der Gemeinde Molkenberg. Und der Betreiber hat uns gesagt, dass wir diesen Abend die letzten Gäste sind, da der Wasserwanderrastplatz geschlossen wurde. Er ist dem EU-Projekt Natura 2000 zum Opfer gefallen. Und der Platz befindet sich mitten im Dorf. Die Marina darf weiter betrieben werden. Ob jemals eine Ausnahmeregelung erteilt wird, konnte uns der Betreiber nicht sagen.